eine solche Situation kennt sicher jeder von euch. Der Durchfall. Ja, und damit herzlich willkommen zum Viriditas Heilpflanzen Video. Bei Durchfall gibt es eine ganze Reihe bewährter Hausmittel, die ich euch heute vorstellen möchte. Da ist zum Beispiel einmal der geriebene Apfel. Der geriebene Apfel, der fein gerieben sehr viele Pektine freisetzt und Pektine sind wasserbindend und deswegen eben auch durchfallstoppend. Sehr ähnlich wirkt auch der gekochte Reis, auch der bindet Wasser. Oder auch der schwarze Tee. Der schwarze Tee enthält nämlich sehr viele Gerbstoffe, wenn er lange gezogen wird und ist dann sehr stark zusammenziehend und austrocknend. Ich möchte euch aber auch noch ein viertes Hausmittel zeigen, nämlich die Möhrensuppe nach Dr. Ernst Moro, auch die morosche Karottensuppe genannt. Dr. Ernst Moro war Kinderarzt in Heidelberg Anfang des 20. Jahrhunderts und er hat diese Suppe entwickelt und hat damit auch ganz, ganz vielen Kindern das Leben gerettet. Denn in dieser Zeit waren Durchfallerkrankungen mit die häufigste Todesursache. Wenn Kinder nämlich sehr viel Flüssigkeit und Elektrolyte verlieren, dann trocknen sie aus und müssen sterben. Und diese Suppe ist auch heute noch ein bewährtes Hausmittel, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene und sogar für Tiere. Besonders Durchfall bei Hunden kann sehr gut behandelt werden mit der Möhrensuppe. Für diese Möhrensuppe braucht ihr 500 Gramm geputzte und geschnittene Möhren. Die gebt ihr dann in einen Kochtopf und gießt einen Liter Wasser darauf. Deckel drauf und auf den Herd. Die Suppe muss jetzt 1,5 Stunden kochen. Und diese lange Kochzeit ist von äußerster Wichtigkeit, denn nur dann bilden sich Zuckermoleküle, die sogenannten Oligosaccharide. Und die sehen unseren Darmrezeptoren zum Verwechseln ähnlich. Die Krankheitskeime setzen sich nämlich dann nicht an der Darmwand fest, sondern verbinden sich mit den Zuckermolekülen der Möhren und werden ausgeschieden. Außerdem enthalten die Möhren auch noch Pektine, genau wie der geriebene Apfel, und die sind dann auch noch mal regulierend auf die Stuhlfrequenz und auf die Konsistenz. Dr. Moro wusste aus seiner Erfahrung, dass die Möhrensuppe ein wirklich hilfreiches und wirklich wichtiges Heilmittel ist. Aber warum es funktionierte, wusste er wahrscheinlich nicht, denn man hat erst vor einigen Jahren entdeckt, wie die Wirkweise dieser Zuckermoleküle ist. Die Möhrensuppe war auch jahrzehntelang ein Standardrezept auf den Kinderstationen, aber sie ist mit dem Siegeszug der Antibiotika ein wenig in Vergessenheit geraten. Aber in heutigen Zeiten, wo man immer mehr von Antibiotikaresistenzen spricht, ist die Möhrensuppe sicherlich eine wichtige und tolle Neuentdeckung. Nach 1,5 Stunden Kochzeit nehmen wir jetzt den Topf vom Herd. Und gießen die Suppe in ein Gefäß, um es zu pürieren. Wichtig ist jetzt, dass wir noch Salz hinzufügen, nämlich 3 Gramm. Das entspricht ungefähr einem gestrichenen Teelöffel. Denn beim Durchfall hat man ja einen hohen Elektrolytverlust und deswegen ist Salz hier ganz wichtig. So, und jetzt wird alles püriert. Sollte durch das Kochen jetzt viel Wasser verloren gegangen sein, dann füllt ihr nochmal auf 1 Liter auf. Bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Und dann kann man die Suppe essen. Und zwar je nach Appetit kann man dann mehrfach am Tag ein solches Schüsselchen essen. Und wegen des aufwendigen Zubereitens ist es auch sinnvoll, manchmal das für mehrere Tage zu machen. Die Suppe hält sich auch ohne weiteres 2 Tage im Kühlschrank.
Sollte jetzt nach ein, zwei Tagen keine Besserung eintreten, dann konsultiert ihr natürlich euren Arzt. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.